Um einen relativ vernünftigen Überblick über viele gesellschaftliche Probleme zu bekommen, kann es reichen, sich für kurze Zeit mit 50 zusammengewürfelten Fremden irgendwo einzusperren. Ich sitze im Flixbus. Das ist selten ein Anlass zur Freude, aber gerade finde ich es gut, denn die letzten 2,5 Stunden habe ich nicht im Flixbus gesessen, sondern auf den Flixbus gewartet. Jetzt warte ich auf was anderes, nämlich darauf, dass wir auf der Autobahn ankommen. Der Busfahrer hat nämlich das Klo abgeschlossen bis dahin. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil man im Stadtverkehr so viel bremsen muss und es ungünstig ist, wenn sich ein männlicher, maskuliner Mann nicht verkneifen kann, im Stehen zu pullern. In jedem Fall unterstütze ich dieses Anstreben sauberer, sanitärer Einrichtungen für alle. Ich hab ein paar andere Ziele eingebaut. Sie haben sich so eingeschlichen. Wenn es schwierig ist, dann sage ich das vorher. Hinter mir diskutiert ein Pärchen über die Frauenquote. Er sagt, wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, hätten Frauen schon 60%. Sie sagt, wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, würden sich Männer die Kirschen rauspicken und den Frauen nur so viel Krümel übrig lassen, wie ihnen bequem ist, und die Frau hätte den Kuchen gebacken. Ich mag ihren Ansatz, denke aber, das ist einfacher. Weil wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, dann hätten wir keinen Kuchen. Die letzte Reihe ist komplett blockiert von einer Mutter mit 3 Kindern in unterschiedlichsten furchtbaren Altersstufen. Das Jüngste schreit und kackt, das Mittlere guckt eine Folge Regenbogenfisch, Ziel Nummer 14, Leben unter Wasser. Und das Größte kackt zwar nicht, aber schreit auch schon fast, weil der Tablet-Akku fast leer ist und die Steckdose nicht funktioniert. Ziel Nummer 7, Energieversorgung. Der Bus fährt nach München. Bis dahin sind es noch locker 6 Stunden. Das Kind schreit, das andere Kind schreit und kackt, das dritte Kind singt Regenbogenfisch und das Pärchen vergisst den Kuchen und starrt die Mutter böse an. Der schlafende Anzugboy wacht auf und starrt die Mutter böse an. Die älteren Herrschaften, von denen einer so schlimm hustet, aber seit Wochen keinen freien Arzttermin kriegt. Ziel Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen, starren die Mutter böse an und das ist irgendwie doof, denn die Mutter schreit ja gar nicht, noch nicht, und sie kackt auch nicht. Und obwohl sie vielleicht muss, aber das Busklo ist ja zu und sie singt noch nicht mal Regenbogenfisch. Sie hat eigentlich nur die Hände voller Scheiße und wird von 3 Seiten gleichzeitig voll genölt und ihr Handy klingelt und beim Baby muss ja auch noch der Kopf gehalten werden und eine Saftpackung ist im Rucksack aufgegangen und während sie dem mittleren Kind die Kopfhörer entwirrt, versucht die Jacken und Mützen und Spielsachen vor dem hohen Zeh zu retten und mit ihren anderen 8 Händen Brote schmiert und Nasen putzt und Erstickungsgefahren abwendet, wird sie jetzt auch noch böse angestarrt. Hätte sie nicht Auto fahren können. Hätte sie nicht Auto fahren können? Hätte sie nicht, denn nicht jede alleinerziehende Mutter hat Kohle für ein Auto. Fast genauso viele böse Blicke kriegt der Busfahrer wegen den 2,5 Stunden Verspätung. Er liefert sich jetzt ein Wortgefecht mit dem aufgewachten Anzugboy. Der hat nämlich gemerkt, dass es spät ist und er seinen wichtigen Anzugboy-Termin verpasst. Und er fragt, könnte man denn nicht schneller fahren? Und der Busfahrer sagt, mit diesen neuen Informationen, also dass der für ihn so wichtig ist und so, würde das natürlich gehen. Er aktiviert jetzt einfach mal den Nitro-Antrieb und ab geht's. Da können wir ihn pünktlich direkt vorm Konferenzraum absetzen. Die Polizei versteht es mit der Geschwindigkeitsübertretung bestimmt, wenn es so ein wichtiger Termin ist. Der Anzugboy guckt ein bisschen sauer und schimpft und nennt den Busfahrer faul und unhöflich und will sich beschweren und würde gern das Feedback an das Unternehmen weitergeben, dass die Busfahrer besser ausgebildet und ausgesucht werden müssen. Und es muss auch mehr Busfahrer geben, damit bei Ausfall keine Wartezeiten entstehen. Und der Fahrer sagt, falls das Unternehmen aufhört zu knausern, ist das Erste, wofür er sich einsetzt, eine schalldichte Scheibe zwischen Fahrer und Fahrgästen, damit er sich diese ganze Scheiße nicht mehr anhören muss. Ziel Nummer 8, menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Und jetzt wird der Busfahrer von noch mehr Leuten böse angestarrt und ein Teenager kriegt auch fiese Blicke, weil er sich im geschlossenen Raum jetzt so unbedingt ein Mettbrötchen aufmachen muss und ein Kind schreit und jetzt schreit auch der Anzugtyp und die alte Frau schreit den alten Mann an, dass sie bei seinem Husten kein Auge zukriegt und der Typ schreit seine Freundin an, dass sie doch wählen gehen darf und es nicht selbstverständlich ist und das Kind singt Regenbogenfisch und ich denke, all dieser Hass, das ist ja eigentlich ganz fantastisch, aber doch nicht so. Wenn wir schon all diese Energie, diese gebündelte Wut haben, dann lasst sie uns nicht aneinander auslassen, sondern auf den Dorn in unserem Auge, unserem gemeinsamen metaphorischen Auge fokussieren. Der Dorn, der bei allen tief verankert sitzt und eitert, die über keine Bahncard 100 oder gar ein eigenes Automobil verfügen. Lasst uns gemeinsam die Wurzel des Übels hassen, den einen, den einzigen, den bis zur Monopolstellung hochfokussierten und aufgekauften und hochfusionierten fucking Flixbus. Um einen relativ vernünftigen Überblick über viele gesellschaftliche Probleme zu bekommen, kann es reichen, sich für kurze Zeit mit 50 zusammengewürfelten Fremden irgendwo einzusperren. Dieser Text ist eine ziemlich einfache Metapher. Lass mal zusammen die richtigen Leute hassen.